Hey, ich bin Partycase, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir werden das jetzt hier mal finalisieren, hätte ich gesagt. Oh ja, das Licht da oben ist gut. Also wir meinen, wir versuchen es zu finalisieren. Ja, genau. Ja, das hatte ich auch gerade vor. Wenn du das da mal machst, dann werde ich mal hier was ganz Wichtiges machen bei unserem Schiffchen. Ich wollte eigentlich noch einen zweiten rausdrücken, wenn das okay ist. Wie einen zweiten rausdrücken? Von denen hier? Eine zweite Korvette. Zweite Korvette? Ja. So, was soll der Geiz? Wir haben ja sonst nichts. Ja, muss ja schauen, ne? Nicht den Raketen. Aber was ich kurz machen muss, bevor ich das tue, die ist ja jetzt richtig eingestellt. Ich muss mal den Blueprint erneuern. F10. Die werden wir mal landen. Ja. Wir haben ja noch keinen Parkplatz, ne? Weil? Nein. Warum nur nicht? So, aus. Dann klöppeln wir hier noch eine rein. Was soll der Geiz? Projektor, Korvettenwerft. Entwürfe. Warum nicht noch eine zweite? Theoretisch muss ich jetzt hier zwei machen? Nee. Oh nein, ich muss wieder drehen. Okay. Oh ja. Das ist genau falsch rum. So, jetzt ist die Frage, ist das hier richtig angedockt? Höher, dann dürfte das passen. Ne, so nicht. Der fährt jetzt mal ganz gemütlich nach vorne. Das ist super. Und du machst hier noch schön Deko, oder was? Achso, das geht ja nicht. Wegen. Eigentlich könnte ich das komplett dir überlassen. Was? Mir überlassen? Du machst das gerade sehr schön.
So, da komme ich nicht ran. Eigentlich sollte das hier das Schwarz sein, was wir nehmen. Haben wir die Triebwerke da auch gelb gemacht? Ja, ne? Bei den anderen? Muss ich da. Ich glaube schon. Aber das ist mir dann zu viel. Es wird doch, es wird. Sachi, du machst Sachen. Nee, das wäre gelb. Noch. Das funktioniert so nicht.
Arktis Streifenhörnchen, ne? Ja, warum nicht? Fuel critical. Ja gut, da vielleicht nicht. Den machen wir weg. Dann brauchen wir hier die... Ne, nicht den Abschluss, sondern... Zugriffspanel. Achso, ich habe keinen Treibstoff mehr. Was ist denkbar ungünstig? Was ist denkbar ungünstig? Wenn du keinen Treibstoff mehr hast. Ja, ja. So. So, hier könnte ich auch. Wie sieht es hier mit dem Drucker aus? Sind wir schon zu Hause oder die Hälfte echt jetzt? Halleluja. Naja. Achso, du hast schon alles fertig geschweißt. Wozu? Fuel critical. Ja, ja, Fuel critical. Einstellen muss ich den dann noch, ne? Mhm. Können wir ja gleich machen. Automatische Verriegelung. So. Ja. Genau. Hoher Zeitschaltblock. Angedockt. Warum ist hier beim Bohrer Zugriff verweigert? Wilki tot, hä? Warum sind die Bohrer dran, die Wilki gehören? Sachi? Da sind halt Sachen passiert, ne? Hä? Ja, aber wie können hier Sachen von Wilki dran sein? Ich hab vorher mal probiert, ein paar zu übertragen. Damit wir uns gefrei haben. Es funktioniert nicht, ne? Ja. Klar, das geht's. Ach so, scheiße. Das Problem ist, dass ich jetzt dann da an die Bohrer nicht rankomme.
ausmachen. Nicht beim Parken genutzt werden, glaube ich. Der bleibt. Die möchte ich gar nicht sehen. Eine Antenne haben wir noch nicht verbaut, ne? Kriegen wir die noch irgendwo rein? Das ist ja bei dem Ding wahrscheinlich jetzt eher schwierig mit Antenne. Also, oder irgendwas, was ein Signal absendet, das mal. Ja, es könnte sein, ein Beacon kriegen wir wahrscheinlich ran. Dann hau mir mal einen rein. Also das geht ja gar nicht. Jeha. So, das Ding mal benennen. Ich oder du? Du, ich kann es nicht benennen. Hast du einen coolen Namen? Nein. Ja, komm. Irgendwas. Wenn die Zuschauer schon ein genug wären, würde ich ja sagen, lass die aussuchen, aber. Ja, die Zuschauer. Genau. Ihr schreibt das mal in die Kommentare und dann benennen wir das. Bis dahin heißt der Bora 12. Bora 12? Echt? Okay. Dann nennen wir ihn Bora 12.
Das hier regt mich ein bisschen auf. Kann alle Terminals verwalten. Ich muss das unbedingt mal teilen, weil... Jo. Ein Bug ist an. Hm? Die Funkbug ist an. Mhm. Auf 10. Okay. Ist nicht schlecht. So, da kann sie schon keinen Schaden machen. Ja, stimmt. Ein Terminalanzeichen weg. So, wenn er ab ist. Die Batterien auf Automatik. Ionentriebwerke an. An. Warum kriege ich Schaden? Weiß ich nicht, was du machst. Voll kein Sauerstoff. Das ist schlecht. Boah. Das war knapp. Achso, ich war ja erst bei abgedockt. Genau, die müssen an. Hydrotanks vor aus. Die brauche ich nicht, aber die Barke brauche ich. Barke an. Sind eigentlich wurscht, ne? Ja, nein. Was? Ja, nein. Dann sind sie quasi nicht, weil... Sie sind verziehen, ne? Unnötig. Ach so, ja. Ich glaube, das nimmt er nicht. Schauen wir mal. Anschalten. Achso, wir haben ja noch ein Problem, ne? Dass die Auswürfe nicht funktionieren. Wieso funktionieren die Auswürfe nicht? Ja. Hast du da etwa was kaputt gemacht? Nee, da gibt es, glaube ich, keinen Anschluss. Das kann ich jetzt natürlich schlecht nachgucken. Mal hinten den Drucker an und dann. Upp. Oder hast du die falsch angeschlossen vielleicht? Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht. Nee, nicht falsch rum angeschlossen, aber. Dann geht's dahin. Oder falsch eingestellt vielleicht. Nee, ich glaube, dass da eine Verbindung nicht richtig ist. Fuel critical. Ehrlich gesagt, oh, falsche Plattform.
gleich ist Oxygen low. Das ist ungut. Boah, gerade so, ne? Gerade so. Na, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier. Ja, ich stelle erstmal weiter ein, bevor ich da weitermache. So. Undock-Automatik. Verbinder angeschlossen, Bohrer angedockt. Wie rum, was war jetzt der erste? Ich vergesse das jedes Mal. Wie, was war der erste? Der erste Slot. Ich weiß nicht, weil ich dir da nicht zugehört habe, während ich da am Schweißen bin. Bei der Ereignissteuerung. Der erste Slot. Ja, wenn ich es im ersten Slot packt, ist es dann, wenn er aktiviert ist oder nicht? Hat er zwei, oder? Okay, ich sehe schon, ich komme hier nicht weiter. Warte mal. Das haben wir gleich. Ja, das erste ist normalerweise aktivieren und das zweite ist deaktivieren. Würde ich jetzt mal drauf schätzen, allein von der Geschichte mit... Oh, sag schon... Den Dingern, oh, ich komme gerade nicht drauf. Sensoren. Wenn du einen Sensor hast... Dann ist... Der hat ja auch quasi das, gemütlich erstmal, das macht, was du willst, solange du im Bereich stehst und dann dementsprechend, sobald du den Bereich verlässt, macht er was anderes. Oder sollte er was anderes machen, wenn da was eingestellt ist. Frachtbeladungszustand gleich oder größer als 45%. Dann sterbe ich. So, und die Kamera. Kriegen wir die hier noch irgendwo? Na, es bringt auch. Ja, das geht schon. Die Kamera macht es jetzt auch nicht besser. Ich es hasse. Body Location 200 Kilometer entfernt. Was hast du jetzt gemacht? Nichts. Ich bin einfach nur gestorben auf der Plattform und er haut mein Ding dann an den Arsch der Welt. Schiff-Dings-Teil ein bisschen drauf achten, wo ich das hin platziere. Alter, ist das denn ernst? Ein Stück zurück. Ein ganz kleines Stück.
Ich glaube, unsere Bubble ist gerade ausgegangen. Das ist schlecht. Nein, mein Treibstoff ist leer. Nein. Kannst du dich da schnell drum kümmern? Nein, ich glaube, schon. Da müssen nur Safe Zones rein. Ach du Scheiße, jetzt bin ich tot. Ja, komm, geh auf. Aber warum zieht er sich denn das nicht automatisch? Das weiß ich auch nicht. Die mag er irgendwie nicht. Keine Ahnung, warum er das nicht nimmt. Das hier als Problem. Fehler sagen, ey. Okay. Fuel low. Naja, Fuel low, Fuel critical. Ja, jetzt, genau. So. Schlafen, essen, gucken. So, dann das noch. Gibt's nicht, Sachi. Was du machi? Läuft wieder? Also startet wieder, oder? Ja, ja. Sehr gut. Ja, aber der hat die ganze Zeit hat's funktioniert. Ich weiß nicht, warum er jetzt. Ja, weil ich immer, weil ich da 10 jedes Mal reinleg. Jetzt brauche ich nur noch hier die Hilfe. Die Hilfe, Sachi. Wo bin ich und wie bin ich hierher gekommen? Kannst du mir mal sagen, wo ich bin vom Undock-Ding her? Das meinst du? Du bist auf jeden Fall schon mal zu hoch. Ja, zu hoch ist logisch, aber du siehst nichts mehr, sobald ich nach unten gehe. Ja, geh mal ein bisschen weit runter, weil ich kann sonst. Ja, geh runter. Runter, runter, runter. Könnte schon funktionieren tatsächlich. Jo. Okay, ich hab's richtig eingestellt, sehr gut. Nice, nice. Oh, die Seiten werden auch verhübscht. Sexy. Das ändert natürlich nichts an. An der Dingsproblematik hier. Da kann ich jetzt auch nicht reingucken. Aber ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge mal weiter. Und dann sollten wir den schon einsetzen können, glaube ich. Und bis dahin würde ich sagen, wir sind raus. Ciao. Tschüss.